Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings. Hier ist wieder das Wolfsrudel und ich zock heute Blind I Am Alive. Der 1. September neu erschienene, das neu erschienene Spiel. Darum geht es um einen Mann, der nach seiner Frau und seiner Tochter sucht in einer zerstörten Welt. Viele Menschen sind gestorben, also die Menschheit ist ziemlich geschrumpft durch Naturkatastrophen und man ist halt quasi in der postapokalyptischen Welt und man muss eben versuchen, sich durchzukämpfen und so weiter. Ich habe das Spiel, wann war das? Vor 4 Tagen, glaube ich, gekauft, weil ich habe viel Gutes davon gehört und ist halt mal wieder was anderes. Lädt jetzt gerade ein bisschen lange. Lädt jetzt, okay. Jetzt hat es endlich geladen. So, willkommen bei I Am Alive. Vielleicht noch zeige ich euch noch kurz die, ja gut, Grafikeinstellungen gibt es eh nicht viele. Maximum halt. Mehr gibt's, oder gibt's da Advanced weitere? Ne, gibt's nicht. Also es gibt wirklich nicht viele Grafikeinstellungen. Dann legen wir mal los. Ich habe das Spiel bisher noch nicht gespielt, also ich zocke das wirklich total blind, wie man so schön sagt. Und nebenbei läuft bei mir Bayern Valencia. Bayern für 2-0. Oh. Sehr schön das erste Video. Sieht schon mal krass aus. Ja, vielleicht noch kurz was. Also Publisher ist Ubisoft und der Entwickler ist Darkworks. Die Engine ist die Unreal Engine oder wie ist der sogar? Doch, Unreal Engine. Und man sieht den Typen jetzt also. Davon gehe ich aus, dass der das ist, den man spielt. Na, ich lasse mal das Video für sich sprechen. It's been almost a year now since the event. Only took me 4 hours to fly out east. Better part of a year to walk home. With any luck, I'll be back at our apartment in another couple of hours. I saw a lot of damage on the way here, but this looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. Julie und Mary sind die Tochter und die Frau von ihm. So. Ich habe keine Ahnung, in welcher Stadt wir sind. Welcome, Haventon, also irgendeine Fantasiestadt. Ich bin schon da. Erstmal gucken, ob alles so passt von den Einstellungen. Jo, passt so. Weg, aha, hier sieht man auch eine schöne Karte. Hier ist das Apartment und das Sichtfeld, die Person. Und hier das Missionsziel. Aber man kann es, glaube ich, irgendwie markieren. Was? Zum Bewegen der Karte. Zum Zoomen, Scrollen. Ich will aber markieren. Geht das? Irgendwie. Was? Halten L? Oder so? Ah, keine Ahnung. Das finde ich schon. Ich kann aber nur gehen, oder? Kann ich laufen? Nein. So sehe ich aus. Bisschen, bisschen zerzaust, aber man kann jetzt nicht erwarten, dass man hier voll stylisch aussieht in der Welt, die irgendwie zusammengebrochen ist. Ich habe eigentlich noch keine Ahnung, was passiert ist hier.
mit irgendeine Umweltkatastrophe. Ach so, mit rechter Maustaste. Kann ich rennen, okay. Boah, da unten ist ein fetter Fluss. Aha. Und jetzt? Ah, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich wahrscheinlich darüber oder so, oder? Ha! Nee, ich glaube, das schaffe ich nicht. Was? Leertaste. Irgendwas war da gerade. Ja. Hä? Ach, ah, okay. Muss hier klettern. Cool. Und jetzt? Hallo. Ah, Alter, das ist ja mal geil. Also sehr detailliert gemacht, finde ich geil. Klettern verbraucht Ausdauer, verbrauchen Sie zu viel Ausdauer, stützen Sie ab. Okay. Ach, die holt sich, na die holt sich nicht, was ist das für ein Scheiß? Okay, jetzt ist gleich kritisch. Aber das ist schon realistisch gemacht, ich klar, du kannst sie nicht ewig halten und so, ja. Oh, Alter, das war aber knapp. Und jetzt sehe ich das so von der Seite. Gefällt mir jetzt bisher sehr gut. Das ist halt wieder was anderes, kein Shooter oder so, sondern eher so ein... Ah, okay, wie jetzt fallen lassen. Oh mein Gott. Und jetzt hier rüber. Ah, cool, ich muss mich jetzt ein bisschen aufs Game konzentrieren, weil es für mich auch noch neu ist. Aber mir gefällt es bisher ganz gut. Wirklich, eben wirklich was anderes. Bisschen wie, die Welt sieht ein bisschen aus wie Fallout 3. Also auch so alles zerstört und so weiter. Und hier wieder balancieren. Und jetzt. Mit Leertasten ziehe ich mich wieder hoch. Was ist über diesen Brückenpfeiler? Als ob er da nicht rüberhüpfen könnte, oder? Ich denke es mir auch gerade irgendwie. Und das jetzt so ein Umweg hat, meinetwegen. Und jetzt brauche ich eben wieder Ausdauer. Wo muss ich jetzt hin? Ach okay. Hochspringen. Ihre Ausdauer benutzen Sie nur den Klettersprung nur wenn es unbedingt erforderlich ist. Okay. Ist logisch. Ich hoffe, das Rauschen, die Stimme passt irgendwie von der Lautstärke her, weil ich muss jetzt mein billiges Headset hernehmen. Sie haben keine Ausdauer mehr und meine Extreme, wenn der Kreis rot wird, stürzen Sie ab. Boah, das war knapp, würde ich sagen. Okay, muss ich jetzt hin? Ich muss doch irgendwie hier rüber, oder nicht? Auf diese Treppe. Aber auf diese Treppe sage ich schon noch. Hä, lol. Was muss ich jetzt drücken, Alter? Ah, ja, okay, rechte Maustaste. Ja, an die Steuerung muss man sich erst gewöhnen, ist halt komplett anders. Oh, muss braucht wieder den verdammten Klettersprung, wieder Ausdauer. Aha, so sieht's also aus. Ja, echt ein bisschen wie Fallout hier, so als ob Atomkrieg gewesen wäre. Was Tipp? In der Kletterzeit. Ich muss jetzt verarschen. Ja, was ist, wenn ich warte? Ich würde sagen, wenn man wartet für. Hat man wieder mehr Ausdauer, oder? Aber nee, ich hab mehr. Alter. Ja, toll. Aua.
einen letzten Kontrollpunkt mehr laden. Oh, schade. Ach, da gibt es auch Wiederholungen, okay. Das ist quasi die, ist nicht das Töten oder so das Ziel, sondern dein Ziel ist es eigentlich, die ganzen, sag mal, körperlich über irgendwelche Sachen zu steigen, klettern und so weiter und das halt irgendwie in einer begrenzten Zeit schaffen, damit du nicht so viel Ausdauer brauchst, so stelle ich es mir vor. Aber ich glaube, ich bin jetzt gerade eh gut dabei. Na, ich habe ja noch viel weniger, verbrauche jetzt gerade viel weniger Ausdauer als vorhin. Aber ich verbrauche doch keine Ausdauer. Was, C? Ah, C ist das Inventar, interessant. Wasserflasche. Und was macht die? Kann ich die jetzt irgendwie reinziehen oder so? Was kann ich mit der machen? Ah, okay. Cool, okay. Mit, also wenn ich Wasser trinke, habe ich dann mehr Ausdauer, oder wie? Ja, wo soll ich denn sonst hin? Ach, okay, hier rüber. Verdammt. Ja, ich frag mich nur, wie ich das schaffen soll. Schon voll, ja, das ist beschissen. Wiederholungen habe ich hier unendlich. Ich finde es ein bisschen kacke, dass es jetzt schon so schwer ist. Normalerweise würde ich sagen, wenn ich hier warte, kann ich mehr Ausdauer. Das ist hier nicht gerade die größte Kraft, die ich hier brauche. Aber das bisschen, was ich noch klettern muss, das schaffe ich niemals. Ah, okay, ich muss jetzt, glaube ich, in der Zeit schaffen, dass ich da oben bin. Das schaffe ich noch. Komm, das schaffe ich. Jawohl, ich habe es geschafft. Ach, wie geil. Und jetzt habe ich noch weniger Leben. Ja, super. Wieso ich... Ach, C, ich denke immer, C ist Fallschirm oder sowas, weil da... extreme Anstrengungen verbrauchen ihre Ausdaueranzeige. Das ist toll. C drücken, okay, was kann ich da nehmen? Ah, okay, jetzt habe ich wieder mehr. Jetzt habe ich aber nichts mehr. Es gibt halt überall Essen und was zu finden, Ausrüstung. Weiter. So. Was sind das eigentlich? Ach, das sind so Schiffsfahnen, so Wimpel, keine Ahnung. Die halt nur Seefahrer verstehen. Und wo muss ich jetzt hin? Irgendwas anschalten bestimmt, oder? Vermute ich mal. Ja. So geil, er hat eine Pistole, bringt ihm nichts. Ist da eine Tür? Aber da ist eine Tür, oder? Genau so kann man schon da laufen. Und wo muss ich jetzt hin? Ach da, okay. Ist ein bisschen... Drücken Sie leer, um das Seil zu springen. Was macht der jetzt? Ach so. Ja, spring doch, Mann, weißt du, so dumm. Ah, jetzt. Und ich kann jetzt runtergleiten. Das ist ja fett. Das ist mal richtig fett. Ist ja auch bestimmt geil. Sieht auch geil aus. Und unten sind wir, oder? Oder? Hallo. Ach, mit Rechtsklick. Also muss man sich noch an die Steuerung ein bisschen gewöhnen. Und ich wette, ich springe jetzt hier rüber. Ähneln Sie sich dem ungestützten LKW und drücken Sie in die Leertaste. Was? Ach so, das ist ja ein LKW. Ah, okay. Und jetzt muss ich mich da lang hangeln. Auch geil. Na, nicht, dass ich jetzt eine falsche Taste drücke und dann abstürze. Das wäre echt scheiße. Aber... bin ich wenigstens auf der anderen Seite. Super, aber das sieht jetzt auch nicht viel besser aus hier. Wie komme ich da am besten rüber? Also da muss, sieht man mal, man muss schon nachdenken, ja. Das ist jetzt nicht so kinderleicht, ne? Das ist schon auch wieder bis, ja, vielleicht ein bisschen Ähnlichkeit mit Portal 2, da musste halt auch noch, aber es ist ja wieder was ganz was anderes. Okay, ah genau, das ist eine Leiter. Ah, wie geil!
Haben sie richtig geil gemacht. Aber ganz zufällig geht die Leiter genau bis hier, ne? Dann noch ein 2 Meter springen, schon müsste da. Rechte Maustaste. So. Und ich wette, ich kann auch runterfallen jetzt, oder? Jawohl. Und nochmal ein fetter Jump. Oh, komm. Zieh dich hoch. Na, ich hab's geschafft, würde ich mal sagen. Aber was mich ein bisschen ankotzt, ist es echt, ist es immer schwarz-weiß, ich hoffe nicht. Es wird mich ganz leicht ankotzen, ganz leicht. Dieser Graustich. Naja. Polizeiauto. Und da unten, da unten geht's weiter. Naja, aber sowas finde ich schon geil, sowas, wieder sowas Kniffliges. Wenn sie sich auf einen Abfang können, sie diesen abrutschen. Ja, cool. Ich glaube, ich gebe da vielleicht oben auch noch einen Weg. Aber, ja, der ist voll gelenkig und so. Leertaste springen. Hochziehen. Da. Oh. Mit Leertaste, ja. Das ist also echt, das ist für mich neu, irgendwie mit Leertaste hochziehen, mit Rechtsklick fallen lassen und mit Linksklick dann irgendwie rennen. Also gut. Jetzt sind wir hier in der Kanalisation. Kaputt. Und ich vermute mal, ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, was ich aufsammeln könnte. Das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Aber hier geht's weiter. Und hier ist Missionsende, oder? So aus. Einige Charaktere verteidigen nun nur ihr Gebiet, andere sind aggressiver und suchen nach Ärger, überlegen sie gut. Ja, würde ich auch sagen. Und ich bin jetzt hier und muss jetzt zum Apartment. Gut. Das dürfte, glaube ich, jetzt kein Problem sein. Sind jetzt hier Vorräte oder so? Ah, da ist schon einer. Soll ich ihn erschießen? Ich habe nicht mehr eine Waffe. Ja, dann schieß mich, du Penner. Interessiert mich ein Scheiß. Was ist jetzt, wenn ich ihn angreife? Oh fuck, okay, ich glaube, ich hau lieber ab. Alter. Weißt du, da leben eh nicht mehr viele Menschen und da müssen sie nicht auch noch bekriegen. Wie kloppt man als Mensch sein kann, ist schon geil. Was, Karte aktualisiert? Ich kann ja nichts nehmen, das wundert mich ein bisschen. Und C, habe ich jetzt schon wieder was? Ne, ich habe nichts mehr im Inventar. Alles weg. Was ist denn das für Gekritzel? Kenne ich gerade nicht aus. Staub. Aha. Ich verarsche, ich muss doch da runter. Wo soll ich denn sonst hin? Oder? Na, ich gehe eigentlich in die falsche Richtung, ist mir gerade aufgefallen. Da muss ich hoch. Okay. So leicht kann man sich täuschen. Was, wir haben das jetzt wieder gesagt, hör auf rumzurennen. Der Typ, der kann mich doch gar nicht mehr sehen von da hinten. Es sieht aber echt ein bisschen aus, als wäre eine nukleare Katastrophe passiert. Ein bisschen schon. Das ist alles so. Ja, dieser Film ist so grob, man sieht das Spiel so grobkörnig, es könnte irgendwie passen. Zu einem Atomkrieg oder so, dass die ganze Welt zerstört ist. Meine Theorie. Weiß ja nicht, wie es ist. Gibt da bestimmt Informationen zum Spiel, aber ich denk's mir jetzt einfach mal. Ich spiele einfach drauf los und denk mir selber meinen Teil dazu. Ah, da haben wir schon eine schöne Leiche. Schönes Skelett. Ich muss dann da lang, würde ich sagen. Der hat auch nichts. Auch hat sich der hängt? Nee. Ja, gut, passt. Ich will nicht alle 5 Sekunden Tabulator drücken. Das wird mich auch ein bisschen ankotzen. Schönes Skelett, Alter. Der Hammi sieht billig aus. Der Hammer. Ich finde auch, habe echt nichts gefunden, was ich aufsammeln könnte. Zu trinken oder sowas. Fehlanzeige.
Aber sowas wird meinem Kumpel Orni sicherlich auch gefallen. Aber steigt jetzt wieder darüber. Sowas Kniffliges, auch Wege zu finden und so weiter. Rechtsklick fallen lassen. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, raus. Und jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich, glaube ich, muss ich lang. Hier lang. Vielleicht kann ich da rein. Nein, kann ich nicht. Also muss ich hier lang. Ja, eine Sequenz. Ah, okay, sowas darf man auch machen. What the hell do you think you're doing? What are you doing here, boy? Whoa, guys, take it easy. Hold up, hold up, hold up. Step back. Okay. Okay. Ja, verzieh dich jetzt, du Wichser. Alter, verzieh dich, du Wichser. Weißt du, Alter, was will der mich jetzt töten? Ich sag's dir. Wichser, ey, du scheiß Bastard, Alter. Will du mich jetzt umbringen, du Wichser, ey? Spaß. Das kotzt mich jetzt schon wieder an. Was, sobald dein E hineingeschickt ist, können sie mit E, wegstoßen. Würde ich hoffen, ey. Meine Güte, dass sie sich alle bekriegen müssen, ist echt so beknackt. Anstatt sich zu helfen. Oder wenigstens nicht umbringen, einfach, keine Ahnung, aus dem Weg gehen, weißt du? Gut, es gibt zwar Rohstoffe, es gibt immer welche Idioten, die dann wieder Rohstoffe wollen und so ein Scheiß, aber oder halt was zu essen, was trinken, klauen. Aber okay. Ach, ich, genau, ich habe geschossen, hat er das Klicken gehört, dass ich keine Muni habe. Ja, willst du jetzt abhauen, hä? Jetzt geh zurück, du Spaß. Don't shoot. I'll do whatever you say. No, that's an empty gun. Please, don't. Was willst du, Mann? Ich bist du zu dumm, um E zu drücken. Es gibt's doch nicht, ey. Mann, es kotzt mich schon wieder an, ey. Da steht doch, drücken Sie E, um die Gegner ins Loch zu stoßen. Was mache ich? Ich drück E. Passiert nichts. Echt. Nein, ey. Was soll ich denn sonst machen? Das Spiel ist echt ein bisschen knifflig, muss ich sagen. Ein bisschen. Deswegen, aber das Let's Play wird auch ein bisschen länger, weil... Mich, wenn er mich umbringt. You're gonna wish you never found. Don't run. Hold up, hold up, hold up. Wichser. No, no problem. So, jetzt will ich mal sagen, verzieh dich. Please, please. Hey, back up. Stepping back. Ey, du Spaß, ich würde dich zerstückeln, ey, wenn ich eine Scheiß eine Kugel hätte, eine verfickte Kugel, weißt du, nicht mal dazu ist er fähig. Step back. Geht's zurück, du Wichser. Aber ich frag mich, wenn ich bei ihm bin, dann entweder greift er mich dann eh an mit seinem verfickten Messer. Geht's zurück, du Wichser. Ja, und jetzt? Was will er jetzt labern? Bitte, bitte, immer dieselbe Scheiße. Ich bin die Kugel nicht wert, das ist gut. Nicht schießen. Dieses Mal willst du mich nur verarschen, oder? Wie, ich hab doch nicht mal geschossen, echt, ohne Scheiß. Das geht mir echt jetzt auf den Sack. Tut mir leid, aber diese Scheißsituation. Man muss sich eben in dieses Spiel erst reinversetzen. Wenn man das einfach nur blind zockt und keine Ahnung von irgendwas hat. Müsste ich sagen. Ja, aber wird mich sowieso umbringen. Wenn ich die Lache sofort ziehe, dann geht er zurück, hoffentlich genau vor das Loch. Okay. Aber jetzt geht er. Nähern sich dem Gegner mit E-Stoßen ziehen ins Loch, würde ich gerne tun. Don't shoot.
Halle, ich sag's dir! Ich raste aus! Ich raste aus! Hilfe! Ich laufe jetzt ewig vor dem. Okay, jetzt bin ich wieder tot. Das fünfte Mal, glaube ich, echt. Wenn ich es nicht ich noch mal schaffe, dann würde ich ausrasten. Wahrscheinlich auch das Let's Play abbrechen, weil es keinen Sinn hat, wenn ich jetzt noch mal verreck. Aber jetzt konzentriere ich mich echt drauf. Wie gesagt, es tut mir leid. Aktualisiert. Hey, dieser Wichser, liegt hier irgendwas rum, was ich nehmen könnte? Nein. Ich frage mich überhaupt, wo der Typ herkommt. Ist der überhaupt da, einfach da steht. Aber ist, warte mal, vielleicht habe ich die Tasten, Hilfe und Option, vielleicht habe ich von den Tasten was verändert. Das könnte sein. Tastenzuordnung. Aktion E. Angreifen, Rolle, linke Maustaste. Inventar. Nee, müsste eigentlich alles passen. So, jetzt wirklich. Nein, scheiß Popo. Ja, okay. Das letzte Mal. Ich sag's euch, Leute. Ich will nicht ausrasten, wenn es nicht funktioniert. Ist er echt zu dumm? Um verdammt E zu drücken. Ist er einfach zu dumm? Das kann es nicht sein. Es kann es einfach nicht sein. Es ist... Alter! Mann, nicht mehr. Meine Fresse, das kann's nicht sein. Ich werde wahrscheinlich sowieso einen Cut machen dann und dann einfach sagen, so, ich habe jetzt beim 30. Versuch rausgefunden, wie es geht. Und dann werde ich es weiterlaufen lassen. Ich glaube, das ist das Beste. Letzter Versuch jetzt. Jetzt mache ich aber einfach nur schnell. Wahrscheinlich so wieder nicht. Weil ist klar, wenn ich die rechte Maustaste halte, damit ziele ich ja. Und dann gleichzeitig eh drücke, kann es vielleicht nicht funktionieren. Bitte, ich sitze in der Falle. Nein. Na scheiße nochmal. Okay. Zumindest wäre das nicht bis jetzt noch nicht. Ja, jetzt verdammt. Es reicht mir eins einfach. Okay, Leute. Also. Ich mache jetzt mal einen Cut, weil ich es einfach nicht hinkriege. Wenn ich weiß, wie es geht, sage ich, mache ich weiter. Mache jetzt hier einen Cut, weil ich keinen Bock habe. Das 10-mal zu machen, ist sowieso stinklangweilig, wenn es immer das gleiche passiert und ich die ganze Zeit verrecke. Und jetzt sage ich jetzt mal, mache ich jetzt einen Cut bis zum nächsten Part. Macht's gut, Freunde, und freut euch auf das neue Game, das ich euch eben noch mit mehreren Parts vorstelle. Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.